Freunde, willkommen zur neuen Vlog. Und zwar geht jetzt die Dreamhack Schweden-Reise los. Für uns geht es jetzt also mit Rasko, Robnik, Magikin und Wainu geht für uns die Reise nach Schweden los. Wird sehr, sehr geil. Heißt, ich bin gerade die Nacht davor, ich habe gerade noch gestreamt. Und ihr seht schon, Setup ist abgebaut. Also alles, Monitor, PC mitgenommen, Mauspad, Tastatur, alles weg. So Freunde, 4 Uhr morgens, ich habe richtig Bock. Es geht los. Freunde, im Airbnb angekommen. Wichtig, wir kommen rein. Sieht schon fresh aus, oder? Sieht schon sehr, 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 sehr clean aus. Auf Oldschool eingerichtet. Ich habe mir noch nichts angeguckt. Alles gerade nur auf Bildern gesehen und oha, sogar Küche ein wenig benutzen. Schaut euch mal die Aussicht an, Freunde. Mit dem Sonnenuntergang. Oh, shit. Und da hinten ist irgendwo noch ein kompletter See. Und oh mein Gott, warte mal. Ah, hab's. Was sagst du zu Rasko? Voll geil hier. Schon geil, oder? Hier in Chiller Area. Hier sind so viele Mücken, das ist so nervig. Die greifen dich so an. Das ist schon geil. Was ist los? Hast du Angst vor Mücken? Ja. Er ist schon geil hier. Guck mal die Aussicht. So, ich zeig weiter. Ah, Waschraum. Und Toilette. Warte, hier ist die Dusche. Okay. Bodentiefe Dusche. Sieht ein bisschen scuffed aus, aber reicht. Warte mal, haben wir noch eine Toilette? Ja, oben. Warte, jetzt muss ich nochmal hochgehen. Warte mal. Ein Doppelbett. Hier noch eine Couch. Könnte theoretisch auch einer pennen. Hier kann man streamen. Warte, wir haben hier ein Doppelbett. Ja, das ist gerade Surprise. Ja. Noch ein Doppelbett und hier ein Einzelbett. Und das gehört mir, meine Freunde. Da sehe ich mich doch. Und hier ist noch eine Couch. Hier sind so viele Couches. Aber sieht cool aus. Ein bisschen oldschool, aber cooles Haus. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Dieser Mann hier ist gerade 7 Stunden Auto gefahren. 8,5. Ist super. Hat Bock gemacht? Ging klar. Nice. Du pennst unten auf, ja? Auf das Sofa, oder? Zum Schneiden und so. Du pennst da in dem kleinen Bett. Ja, dann habt ihr beide ein Doppelbett. Oder einer von euch muss noch ein Sofa. Einer von euch muss im Doppelbett schlafen und einer muss Single schlafen. Ja, wir können. Er hat eine Freundin. Schon. Was heißt das jetzt? Ja, damit du alleine schläfst, wollte ich dir sagen, aber jetzt hast du selbst verkackt. Warte mal, was ist hier? Das ist Toilette. Also hier können wir scheißen. Nein. Wo ist dicht? Ich kann Zähne putzen. Nein, hier muss geschissen werden. Also, ja, das ist nur zum Scheißen eigentlich. Ja, safe. Unten ist, obwohl Zähne putzen wird auch geil. Aber ja. Die Dusche unten ist immer... Ja, das, ja, ich wollte gerade sagen, dass unten keiner scheißt. Ja, das ist viel wichtiger. Leute, das ist eine Pizette. Wir haben 4 Klopapierrollen. Wir können wichsen, bis der Arzt kommt. Leute. Morgen geht's los. So sieht's hier aus. Alarm einpacken. Im Flur. Alles schon ready. Setup stehen. Alles funktioniert hoffentlich. Bis morgen. Also alle PCs funktionieren, außer der Mann hier. Der ist im Bruch. Was ist los? Soll ich dir zeigen? Geht nicht. Guckt euch mal die FPS an. 60 FPS. Es kracht. Mit diesem Gott-PC. Guckt euch mal an, wie clean dieser PC ist. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen geilen PC gesehen. Einfach 40 FPS in Fortnite. Kannst keinen erzählen. Er ist krass. Der Mann ist so TikTok-süchtig, dass sein Handy in der Couch verliert. Junge, hast du gefunden? Ja, da liegt er. Wo? Hinter drunter. Warte mal, wie kommt man? Lass mal die ganze Couch anheben. Wo ist er? Ich sehe es. Warte, wir müssen raus. Ich halte. Ja, geiles Teamwork. So, Tag 1 beginnt. Wir sind jetzt gerade alle aufgestanden. Ich glaube, ich bin komplett krank geworden. Ich weiß nicht, irgendwie die Klimaanlage im Auto hat mich ein bisschen fertig gemacht. Aussicht hier. Sehr, sehr geil. Wir müssen jetzt gleich los zu Remake. Wir haben, glaube ich, 10 Uhr. Um 13 Uhr beginnt schon das Heat. Ich bin irgendwie krank. Irgendwie fühle ich mich nicht so gut. Aber wir müssen das Beste raus machen. Digga, Allergie ballert hier so anders rein. Also wirklich an alle, die Pollenallergie haben oder was auch immer die Scheiße heißt. Kommt nicht nach Schweden. Ich sterbe hier. So, Freunde. Ja, ist schon wieder so, Freunde. Wir sind in unserer Halle. Plätze sind da. Mein Platz. Der Mann ist auch da. Hi. Der sitzt direkt neben mir. Die meisten sind jetzt ready mit ihren Setups. Jetzt werden die Programme gestartet. Setup steht. Wertet mal mein Setup und vor allem mein Kabelmanagement. Digga.
bodenlos. Der Mann ist auch endlich ready. Let's go. Das kann ich, ob ihr unten nicht seht. Aber kompletter Bruch. Heat 1, Heat 2 gespielt. Kurz an die Leute, die im Stream immer supporten, aber ja, das war so ein Bruch. Also wirklich jeder. Erstens, die Season ist richtig scheiße. Zweitens, ich bin richtig scheiße. Und drittens, morgen freuen wir uns dafür. Ich hoffe, wir fixen unsere Fehler und freuen uns morgen. Und ich habe zu wenig gefilmt für den Vlog, tut mir leid, Freunde. Ich probiere mein Bestes. Aber irgendwie, wenn man hier 8 Stunden streamt, hat man keinen Bock mehr, hier noch irgendwas zu vloggen. So, Tag 2 geht los. Setups stehen schon. Wir haben uns alle nicht called. Heat 1 und 2 heißt, es kracht bei allen. Wir müssen uns callen. Das war die ganze Fahrt umsonst. Zumindest einer. Das Ziel ist, dass einer zumindest ins Finale kommt. Ja, mal gucken. Mal gucken, was so geht. Rasko und ich haben auf jeden Fall uns einen Plan gemacht, was wir ändern möchten heute. Es kann nur besser werden. Nur Problem gerade, bei dem Mann geht der PC nicht. Irgendwas mit der Grafikkarte. Ich hoffe, der fixt das, aber sonst läuft alles. Ich warm up mich schon und suche mir gleich noch ein geiles Frühstück. Also glaubt ihr, der Mann hier ist alt genug für CSGO? Grinder. Ey, schreibt mal eure Meinung rein. Geil ist auf so einem Monitor zu zocken. Ich glaube irgendwie nicht. Also, hat irgendwie was. Der Tisch wackelt. Ne, der Stuhl. Warte, mal gucken. Schreibt mal in die Kommentare, wer das auch hat. Ich hab das manchmal auch. Das glaube ich sogar normal. Weil es ja kein richtiges Ende gab, habe ich gedacht, ich melde mich nochmal von zu Hause. Ja, ich habe nicht so viel gefilmt auf der Dreamhack in Schweden-Chat. Tut mir leid nochmal. Also die Laune war nicht so krass. Ich weiß nicht, ob ich es noch mitbekommen habe. Da war ja noch ein Cheater auf der LAN, der Heat 4 gespielt hat. Der hat alles kaputt gemacht. Der wurde dann auch mit Polizei abgeführt, komplett wurde wegeskortiert. Die Beta war nicht so geil. Es gab kein Mobility-Item. Jetzt am Dienstag, also letztens, kam das Update raus, dass Impulsgranaten reingekommen sind. Also wirklich, das ist ein sehr, sehr krasser Bruch gewesen. Meiner Meinung nach war die Season nicht passend dafür, beziehungsweise das Turnier war einfach unlucky vom Timing. Aber falls euch der Vlog trotzdem gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da, lasst ein Like da. Schreibt nochmal in die Kommentare, was ich verbessern kann. Ich habe versucht, ein bisschen auf ein paar Sachen zu achten und bis zum nächsten Mal.